Hottentotten Ottenbü. Hotten, da, wo ich die Motten glüh. Tada. Bling. Als die Wildgänse und Nils Holgersson Öland schließlich erreicht hatten, ließen sie sich wie alle anderen auf dem Strande unterhalb der Schäferei nieder. Der Nebel lag ebenso dicht über der Insel wie vorher über dem Meere, aber der Junge war doch erstaunt über die vielen Vögel, die er auf dem kleinen Stückchen des Strandes, das er überschauen konnte, sah. Es war ein langer, sandiger Strand mit Steinen und Wasserpfützen und einer großen Menge angeschwemmten Tanks. Wenn der Junge die Wahl gehabt hätte, würde er wohl nie daran gedacht haben, sich da niederzulassen. Aber die Vögel hielten diesen Ort gewiss für ein wahres Paradies. Enten und Graugänse weideten auf der Wiese. Am Ufer hüpften Strandläufer und andere Strandvögel umher. Die Seetaucher lagen im Wasser und fischten. Aber am meisten Leben und Bewegung war doch auf den langen Tangbänken vor dem Ufer draußen. Da standen die Vögel nebeneinander und suchten Larven, von denen es eine unendliche Menge geben musste. Denn man hörte niemals, dass sich irgendeine Klage über Mangel an Futter erhoben hätte. Die meisten Vögel wollen weiterreisen und hatten sich nur zum Ausruhen hierher niedergelassen. Sobald der Anführer einer Schar meinte, seine Reisegenossen hätten sich jetzt genug gestärkt und erholt, sagte er, »Seid ihr jetzt fertig? Dann begeben wir uns wohl weiter.« »Nein, warte noch, warte noch!« »Wir sind noch lange nicht satt«, riefen die Mitreisenden. »Ihr meint wohl, ihr dürftet euch so vollfressen, dass ihr euch nicht mehr bewegen könnt«, erwiderte der Anführer. Dann schlug er mit den Flügeln und flog davon. Aber mehr als einmal musste er wieder umkehren, weil die anderen nicht zum Weiterfliegen zu bewegen waren. Unterhalb der äußeren Tankbank lag eine Schar Schwäne. Sie hatten keine Lust, an Land zu gehen, sondern ruhten sich auf dem Wasser liegend und sich leise hin und her wiegend aus. Ab und zu tauchten sie mit dem Hals unter und erholten sich Speise aus dem Meeresgrund. Wenn sie etwas besonders Gutes ergattert hatten, stießen sie einen lauten Schrei aus, der wie ein Trompetenstoß klang. Als der Junge hörte, dass Schwäne dort unten lagen, lief er schnell auf die Tangbänke hinaus. Er hatte noch nie wilde Schwäne in der Nähe gesehen und er hatte Glück, denn er gelangte ganz nahe zu ihnen. Der Junge war jedoch nicht der Einzige, der die Schwäne gehört hatte. Sowohl die Wildgänse als auch die Graugänse und die Enten und die Seetaucher schwammen zwischen die Tangbänke hinein, legten sich wie ein Ring um die Schar der Schwäne herum und schauten sie unverwandt an. Die Schwäne bliesen die Federn auf, breiteten die Flügel wie Segel aus und hoben die Hälse hoch in die Luft. Bisweilen schwamm einer von ihnen zu einer Gans oder zu einem großen Seetaucher oder Tauchente hin und sagte ein paar Worte. Und dann war es, als ob der Angesprochene kaum den Schnabel zu seiner Entgegnung zu öffnen wagte. Doch da war auch ein kleiner Seetaucher, ein kleiner schwarzer Schlingel, dem war diese ganze Feierlichkeit unerträglich. Hurtig tauchte er unter und verschwand unter dem Wasser. Gleich darauf stieß einer der Schwäne von einem lauten Schrei aus und schwamm so schnell davon, dass das Wasser hinter ihm herschäumte. Dann hielt er an und versuchte, sich wieder majestätisch auszusehen. Aber gleich darauf schrie ein anderer wie der erste und im nächsten Augenblick auch ein dritter. Nun aber konnte es der kleine Seetaucher nicht länger unter Wasser aushalten und erschien wieder an der Oberfläche, klein und schwarz und boshaft. Die Schwäne stürzten auf ihn zu, aber als sie sahen, was für ein kleiner Wicht er war, machten sie rasch kehrt, als ob sie sich zu gut dafür hielten, mit ihm anzubinden. Der kleine Seetaucher tauchte jedoch von neuem unter und zwickte die Schwäne abermals in die Füße. Das tat ihnen sicherlich weh, und das Schlimmste war, dass sie ihre Würde nicht aufrechterhalten konnten. Da machten sie der Sache rasch ein Ende. Sie schlugen mit den Flügeln, dass es donnerte, jagten ein großes Stück gleichsam auf dem Wasser springend weiter, bekamen schließlich Luft unter die Schwingen und flogen davon. Als sie fort waren, fehlten sie den anderen Vögeln sehr, und die, denen das Vorgehen des kleinen Seetauchers vorher Spaß gemacht hatte, schalten ihn jetzt wegen seiner Unverschämtheit aus. Der Junge ging wieder dem Lande zu, hier angekommen,
hielt er bei den Strandläufern an und schaute ihrem Spiel zu. Sie standen in einer langen Reihe am Strand und sahen wie winzige Kraniche aus. Wie diese hatten sie auch kleine Körper, hohe Beine und lange Hälse und leichte, schwebende Bewegungen, aber sie waren nicht grau, sondern braun. Da standen sie in einer langen Reihe an dem von Wellen gespülten Uferrand. Sobald eine Woge daherrauschte, sprang die ganze Reihe rückwärts. Wenn die Welle aber wieder zurückwich, liefen sie ihr nach. Und so ging es stundenlang fort. Die schönsten von allen Vögeln waren die Brandenten. Sie waren wohl mit den gewöhnlichen Enten verwandt, denn wie diese hatten sie auch einen schweren, gedrungenen Körper und einen breiten Schnabel und Schwimmflossen. Doch waren sie viel prächtiger gekleidet. Ihr Federkleid selbst war weiß, aber um den Hals hatten sie ein gelbes, schwarzes Band. Die Flügeldecke glänzte grün und rot und schwarz, die Flügelspitzen waren schwarz und der schwarz-grüne Kopf schillerte wie Seide. Sobald sich eine von ihnen am Strande zeigte, sagten die anderen Vögel, seht, seht, sie versteht es, sich herauszuputzen. Wenn sie nicht so schön wären, brauchten sie ihre Beine nicht in die Erde hineinzugraben, sondern könnten wie andere Vögel offen daliegen, spottete eine braune Wildente. Und wenn sie sich auch alle Mühe gibt, so kann sie doch nicht schön aussehen mit so einer Nase, was sie hat, wie sie hat, sagte die Graugans. Und das ist auch wirklich wahr. Die Brandenten haben einen großen Knorpel auf dem Schnabelwurzel, der ihre Schönheit Abbruch tut. Vor dem Strande flogen Möwen und Seeschwalben über das Wasser hin und fischten. Was fangt ihr da für Fische? Fragte eine Wildgans. Stichlinge, die Ölandstichlinge sind die besten Fische von der Welt, sagte eine Möwe. Willst du sie nicht versuchen? Mit vollem Munde flog sie zu der Gans hin und wollte ihr den kleinen Fisch geben. O Pfui, rief diese, meint ihr, ich werde so abscheuliches Zeug fressen? Nächsten Morgen war es noch ebenso nebelig. Die Wildgänse gingen auf die Wiese und weideten. Der Junge aber wanderte an den Strand hinunter, um Muscheln zu sammeln. Es gab dort sehr viele, da er dachte, er komme vielleicht morgen an seinen Platz, wo er gar nichts finden, zu essen fände, wolle er versuchen, sich ein Säckchen zu machen, in dem er die Muscheln mitnehmen könnte. Auf der Wiese fand er dürres Riedgras, das zäh und stark war, und aus diesem begann er, ein Ränzel zu flechten. Er verbrachte mehrere Stunden mit dieser Arbeit, als aber das Ränzel fertig war, fühlte er sich recht befriedigt von seinem Werk. Um die Mittagszeit liefen plötzlich alle Wildgänse eilig auf ihn zu und fragten ihn, ob er mit dem weißen Gänserich nicht gesehen hätte. Vor ganz kurzem war er noch bei uns, sagte Akka, aber jetzt wissen wir nicht mehr, wo er ist. Heftig erschrocken fuhr der Junge auf, fragte die Gänse, ob ein Fuchs oder Adler gesehen worden oder kürzlich irgendein Mensch in der Nähe gewesen sei. Doch keine von den Gänsen hatte etwas Verdächtiges gesehen. Der Gänserich musste sich im Nebel verlaufen haben. Auf welche Weise der Gänserich aber auch weggekommen sein mochte, das änderte an dem Unglück des Jungen nichts, und angstvoll lief er davon, ihn zu suchen. Der Nebel beschützte ihn, so dass er ungesehen überall hingehen konnte, aber zugleich hinderte er ihn selbst auch am Sehen. Der Junge lief südwärts die Küste entlang, bis zu dem Leuchtturm und der Nebelkanone auf der äußersten Spitze. Überall dasselbe Vogelgewimmel. Aber kein Gänserich. Der Junge wagte sich sogar bis zum Ottenbüher Hof. Ja, und er untersuchte jede einzelne der alten hohen Eichen im Hain. Aber nirgends fand er eine Spur von dem Gänserich. Er suchte und suchte, bis es zu dunkeln anfing. Da musste er nach dem östlichen Strand zurückkehren. Mit schweren Schritten wanderte er dahin und war sehr unglücklich. Ach, es war wohl auch dumm von ihm gewesen zu hoffen, dass er eine zahme Gans unbeschädigt durch das ganze Land führen könne. Und doch hatte er so sehr gewünscht, dass es ihm glücke, weil er den Gänserich ebenso lieb hatte wie sich selbst. Wie er nun so über die Schäferwiese hinwanderte, kam ihm etwas Großes Weißes aus dem Nebel entgegen. Und wer anders war es als der Gänserich? Ganz unbeschädigt kam er daher und war äußerst vergnügt, dass er endlich den Weg zu den anderen zurückgefunden habe. Der Nebel hatte ihn so verwirrt gemacht, sagte er,
dass er den ganzen Tag hindurch auf der Wiese umhergeirrt sei. In seiner Freude schlang der Junge die Arme um den Hals des Gänserich und bat ihn inständig, sich doch in Acht zu nehmen und nicht wieder von den anderen wegzugehen. Und der Gänserich versprach hoch und teuer, es nie wieder zu tun. Nie, nie wieder. Krütze!